Ich heiße Gerhard Leibrand, werde dieses Jahr 70 Jahre alt, bin seit 1971 im Tischtennisverein Innersheim. Seit jetzt schon wieder 5 Jahren begleite ich die Funktion des Jugendleiters und Jugendtrainers, bin daneben auch Schriftführer und für die Spielplangestaltung verantwortlich. Warum mir Tischtennis ans Herz gewachsen ist, es ist eine Sportart, die es möglich macht, auch mit relativ hohen Jahren noch recht gut zu spielen. Man kann gegen junge Spieler noch gewinnen. Es ist eine Sportart, die im Winter ausgeübt wird, die da wiederum nicht ausgesetzt ist. Ja, Erfolge von unserem Verein. Wir haben schon eine Klasse höher gespielt, wie wir jetzt spielen. Wir haben diverse Umbrüche hinter uns. Wir hatten mal früher eine Trainingshalle, die wir in Eigenregie aufgebaut haben. Ein Aufwand, den wir als Verein damals selber geschildert haben. Und haben dann 1978 ein großes Hochwasser überstanden, wo die Halle bis zu einem Meter hoch unter Wasser stand, haben sie dann wieder aufgerichtet. Und wie dann die Sporthalle hier gebaut wurde, mussten wir die Halle veräußern, weil dann der Parkplatz draußen entstanden ist. Ja, ich denke, ich werde noch ein oder zwei oder vielleicht auch drei Jahre spielen, solange es mir Spaß macht und solange ich körperlich fit bin. Ich finde einfach, es tut mir körperlich gut und ich habe das Gefühl, ich kann A, bei den Jugendlichen ein bisschen was ausrichten und ich kann ihnen eine schöne Sportart zeigen, die sie recht gerne ausüben können. Hallo, mein Name ist Albert Noha. Ich bin hier im Tischtennisverein Ingersheim, der erste Vorstand. Ich freue mich nächstes Mal, dass uns die Bini aber Zeit und Gelegenheit gibt, unseren Verein hier vorzustellen. Ingersheim hat seit 1970 einen Tischtennisverein, in dem durchgehend gespielt wird. Angefangen mit einer Herrenmannschaft in den 70er Jahren und es wurden dann mehr und mehr. Mittlerweile haben wir so drei Herrenmannschaften bei uns im Punktspielbetrieb in dieser Saison. Unsere erste Herrenmannschaft spielt in der Bezirksliga des Bezirks Ludwigsburg. Wir sind ein relativ kleiner Verein, aber die Mitglieder sind eigentlich sehr aktiv. Ja, es macht eigentlich immer noch Spaß, hier Vorstand zu sein. Ich selbst bin seit 1973 Mitglied hier im SKV, spiele seitdem Tischtennis und bin nach und nach über verschiedene Funktionen dann zum Vorstand aufgestiegen. Wie gesagt, wir haben momentan 3 Herrenmannschaften von der Bezirksliga, A-Klasse und in der D-Klasse. Dann haben wir eine Jungenmannschaft, die in diesem Jahr neu angefangen hat, was eher ungewöhnlich ist. Und die sind aber wirklich sehr, sehr engagiert und ich freue mich halt jedes Mal, wenn sie da sind. Und auch wieder mal eine Mädchenmannschaft, was eigentlich nicht mehr so selbstverständlich ist, weil viele Vereine keine mehr zusammenbekommen. Aber ich hoffe, dass wir mit den Mädchen, die wir jetzt hier haben, weitermachen können.